Gemäss einer Umfrage vom Online-Magazin 20 Minuten ist mittlerweile mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung für einen Stopp beim Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G. Im Kanton Waadt gibt es ein Moratorium und jetzt läuft auch noch die Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative, die die Sendeleistung der Basisantennen so weit einschränken möchte, dass die Strahlung nicht mehr in Gebäude eindringen kann. Interessantes Detail. Im Initiativkomitee sitzen zwei Personen, die ihr Geld mit Abschirmungen verdienen. Unter anderem mit strahlensicherer Unterwäsche. Das ist ein interessantes Geschäftsmodell, wenn dann die Abschirmung vielleicht einmal in der Verfassung festgeschrieben ist. Aber so oder so ist die Volksinitiative absurd, weil sie grundlegende Gesetze der Physik missachtet und letztendlich die Strahlenbelastung erhöhen wird. Denn erstens kommt die höchste Strahlenbelastung nicht von der Basisantenne, sondern von unserem eigenen Handy. Darum ist zum Beispiel im öffentlichen Verkehr die Strahlenbelastung 5-mal höher als in Wohnhäusern, weil nämlich im Tram und Bus und Zug jeder und jede am Handy hängt. Gut, da fordert die Initiative jetzt in Tram und Bus und Zug auch spezielle Sitze, wo Handyverbot gilt. Nützt aber nichts, wenn alle um uns herum am Telefonieren oder Surfen sind. Möchte man also besonders sensible Personen wirklich vor Strahlen schützen, dann müsste man in Tram, Bus und Zug ein generelles Handyverbot machen. Zurück zu der Initiative. Sie ignoriert die technischen Grundlagen des Mobilfunk. Angenommen, man würde wirklich die Leistung der Basisantenne so weit abschrauben, dass die Strahlen nicht mehr in die Häuser eindringen. Was wäre der Effekt? Es wäre überall ein schlechter Empfang, wir wären die Funklöcher und man müsste jedes Haus von allen Seiten anstrahlen, zum Verbindung zu haben. Das heisst, es gäbe ein x-faches von Antennen. Oder dann hätten wir überall schlechten Empfang und dann wäre der Effekt, dass unser eigenes Handy permanent auf voller Leistung strahlt, um Kontakt mit den Basisantennen aufzunehmen. Darum produziert das Handy bei ungünstigen Bedingungen in einer Sekunde so viel Strahlung wie bei optimalem Signal in einer ganzen Woche. Und schließlich wird es geradezu absurd. Wer im Haus wirklich möglichst wenig Strahlung möchte, der müsste eigentlich 5G befürworten, weil die neue Mobilfunktechnologie funktioniert auf einer Frequenz und einer Wellenlänge, die sehr, sehr viel schlechter in Häuser eindringen kann. Aber eben, Physik ist das eine, Angstmacherei das andere. Und die Strahlenangst ist ja mittlerweile wirklich schon ziemlich fortgeschritten. Ich sehe es jeden Tag in Tram, Bus oder Zug. Dort haben die Leute vor lauter Panik so kleine, leuchtende Geräte vors Gesicht. Wahrscheinlich schützen die gegen Elektrosmog.